Deutschland oder vielleicht Brasilien oder vielleicht Russland. Meine werten Damen und Herren, das ist Flaggenrennen oder Flaggenran oder ich renne wie eine Flagge und ich weiß es nicht. Egal. Aber wir haben hier Polen. Polen ist eine Flagge, die wir tatsächlich vom Land Polen, Polski, irgendwie jetzt nachzeichnen müssen in diesem Spiel. Deswegen haben wir hier also die Möglichkeit, mit unserem Finger einmal durchzulaufen und müssen tatsächlich eine Farbe in Weiß und eine in Rot haben. Das bedeutet also, die Flagge muss richtig gezeichnet werden. Und wenn alles richtig ist, dann haben wir 100% der Punkte bekommen. Das bedeutet in der Hinsicht, dass wir hier natürlich auch wieder irgendwie es schaffen müssen, weiterzukommen. Polen haben wir freigeschaltet und müssen jetzt zum nächsten Level, und zwar Japan. Und Japan ist tatsächlich eine Flagge, die gar nicht mal so leicht zu machen ist. Und zwar brauchen wir dann nur einen Punkt in der Mitte. Sprich also, in der Mitte hier erstmal alles weiß färben. Hier auch alles weiß. Dann haben wir hier einen weiteren weißen von diesen Dingern. Und jetzt müssen wir uns für das Richtige entscheiden, und zwar für den Punkt in der Mitte. Denn damit haben wir Japan. Und Japan hat eine sehr, sehr coole, aber auch sehr schlichte Flagge. Und zwar einfach nur ein sehr cooler Punkt in der Mitte. Weiteres Land geschafft. Es geht ab nach Vietnam. Vietnam, ein wunderbares Land, wo man tatsächlich einen Stern in der Mitte der Flagge hat. Das bedeutet also, schnell aber sicher, hier ein bisschen Farbe mitholen, ein paar Flaggen mit. Oh mein Gott, ist die Flagge lang geworden. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Das ist mal eine riesige. Oh mein Gott, haben wir viele, viele vietnamesische Flaggen hergestellt. Oh, Junge, das ist ein neuer Rekord. Was? Yo, das ist einfach fast vierfach haben wir die Flagge hinbekommen. Das ist ein riesiger Gewinn gewesen. Und damit haben wir auf jeden Fall bei Vietnam richtig abgeräumt. Und jetzt gehen wir weiter nach Kosovo. Ah, Kosovo. Da habe ich sogar einen sehr coolen Freund. Da kannte ich sogar die Flagge noch gar nicht. Die ist blau mit einem Länderstempel und tatsächlich sechs weiteren solchen, wie heißt denn das nochmal? Oh mein Gott, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Oh Gott. Kosovo ist tatsächlich eine weitere Flagge mit sechs Sternen und mit ein wenig von dem eigenen Land drauf. Sehr cool, gefällt mir und ist auch ein sehr, sehr schönes Land mit einem sehr jungen und coolen Volk. Neuer Charakter freigeschaltet. Verliere es. Okay, weil wir können nämlich gerade keine Werbung schauen. Deswegen tut mir leid, meine werten Damen und Herren. Aber Kanada, das ist eine weitere lustige Flagge. Und zwar müssen wir es jetzt dorthin bekommen, rot, weiß, rot und einen Ahornstempel in der Mitte zu platzieren. Hier sind so Schnittdinger. Oh Gott. Jetzt müssen wir das Ding hier wieder größer machen. Oh Gott. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Jetzt habe ich einen riesigen Fehler gemacht. Ich bin so ein Trottel. Oder? Nee, es funktioniert. Ich habe es doch richtig gemacht. Der Stempel war nicht nur einfach ein Stempel, sondern tatsächlich war das auch einfach ein weißer Hintergrund. Weil ich habe mir jetzt nämlich gedacht, ja, wie soll ich denn die Flagge machen, wenn ich die nur von dieser einen Seite da beschriften kann? Oh Gott, zum Glück. Da haben wir jetzt Glück gehabt, dass der Stempel auch gleichzeitig weiß gestempelt hat. Da haben wir also sehr gut abgeräumt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben auch eine sehr komplizierte Flagge, denn da haben wir ein gestreiftes Bild und da bekommen wir tatsächlich auch, eine Art Streifmaschine an sich und wir können hier, oh Gott, was tue ich gerade? Oh mein Gott, jetzt habe ich hier, oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bekomme jetzt hier wieder eine neue Möglichkeit und zwar kann ich hier nochmal alles nachfärben und hier nochmal den Stempel holen. Oh Gott, habe ich die Flagge jetzt richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, es ist so kompliziert, sich das alles tatsächlich zu merken. Jetzt habe ich gerade eben die Flagge einfach geändert, aber ich habe sie dreimal. Dreimal habe ich sie nachgemacht. Wobei, bei der oberen habe ich nur 91%, aber es reicht. Es ist in Ordnung. Das war gerade gar nicht mal so einfach, aber war sehr cool. LGBT. Ah, LGBT ist einfach nur eine Regenbogenflagge, richtig? Genau, deswegen gehen wir einfach mal hier. Oh mein Gott, das wird jetzt gar nicht mal so leicht, weil da muss man jetzt... Oh mein Gott, oh, ich bin so dumm. Oh, das tut weh. Oh nein. Okay, ich habe nochmal eine weitere Chance, das nochmal hinzubekommen. Okay, die Flagge ist riesenlang. Wir gehen auf die linke Seite. So, dann hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. Die Flagge ist gar nicht gut geworden. Oh mein Gott. Mein lilaner Streifen ist ganz falsch. Und alles ist falsch. Oh nein. Aber, oh doch. Aber die habe ich, glaube ich, auf dem Weg aufgesammelt. Oh Mann.
Das hat wehgetan. Leute, das hat gerade richtig wehgetan. Oh nein. Oh Gott. Deutschland. Okay, Deutschland. Das muss ich jetzt hinkriegen. Hey Leute, das kriege ich hin, okay, für euch. Auch wenn hier ein paar Österreicher und sowas zu sehen. Vielleicht kommt ja auch noch Österreich, okay? Und die Schweiz. Die Schweiz kommt da. Die Schweiz kommt da. Roman, die Schweizer redet gar nicht so. Gelb, rechts. Dann hier noch. Alter. Die Flagge ist perfekt geworden. Das ist die perfekte Deutschlandflagge, die ich hier übrigens gerade gemacht habe. Möchte mal nur so nebenbei sagen. Hoffentlich wird die da hinten nicht zu sehr abgeschnitten, ne? Oh Mann, da hinten war dieser Schneidedings da. Aber, ui, ist das eine Flagge. Ui. Da habe ich aber Deutschland richtig gemacht. Das war Deutschland. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Truthahn. Truthahn. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas nicht richtig. Ist mit Truthahn. Warum ist die türkische Flagge als Truthahn markiert? Ich habe das Gefühl, es handelt sich hier möglicherweise um einen Übersetzungsfehler. Das ist natürlich die Türkei. Nicht Truthahn. Warum auch immer. Truthahn, okay. Auf jeden Fall brauchen wir hierfür eigentlich nichts, außer einmal die rote Flagge. Viele von den Diamanten und natürlich den Stempel von dem Mond, von dem Halbmond. Plus zusätzlich dazu einen Truthahn. Nein, natürlich nicht. Einen Stern. Es ist eine Halbsichel, ein Halbmond mit einem Stern, der die Flagge symbolisiert des türkischen Volkes. Neuer Charakter freigeschaltet. Mal gucken, was haben wir noch für eine Flagge? Ey, das macht voll Spaß. Das ist richtig cool. Truthahn. Hä? Spanien. España. Oh, bueno. Mucho bueno. So, auf jeden Fall haben wir hierfür... Oh Gott, guck mal, da können wir uns ein paar Sachen hier ein bisschen sammeln. Jetzt habe ich tatsächlich was ganz Schlimmes eigentlich gemacht, weil in der Mitte gehört eigentlich hier der gelbe Streifen hin und wir brauchen für links und rechts eigentlich, es ist jetzt schon die richtige spanische Flagge eigentlich, mit dem richtigen Stempel. Oh, wir gehen nach Nigeria. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ich glaube, das war eine grüne Flagge mit einem Stempel drauf. Kann das sein? War das die nigerische Flagge? Nein, es war einfach nur grün mit weiß. Das heißt also, auf der linken Seite grün, auf der rechten Seite grün, in der Mitte kann man auch grün machen. So, und dann einfach in der Mitte einmal einen weißen Streifen durchziehen und das ist es eigentlich auch schon. So, dann können wir uns hier noch mal ein paar von den blauen Flaggen noch ziehen. So, easy going. Und dann machen wir das gleiche einfach nochmal, indem wir einfach überall nochmal die Farbe richtig mitnehmen und dann in der Mitte nochmal den Stempel hier ziehen. Und jetzt nochmal, wuuu! Oh mein Gott! Wow! Das war gerade ein absolut crazy, crazy, crazy Drive. Wow! Wie viele Flaggen haben wir gerade fertig gemacht? Die Nigeria-Flagge ist tatsächlich dünn. Ich habe das Gefühl, die ist sehr dünn und dadurch haben wir tatsächlich mehr bekommen. Oh! Ruski! Oh! Ja, люблю русский флаг. Meine werten Damen und Herren, Russland ist so ein Land, das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Flaggenspektrum. Ich muss sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade ganz schön großen Schrott gebaut. Auf jeden Fall, wir haben schon fast die russische Flagge richtig gebaut hier. Nur in der Mitte der blaue Streifen ist etwas untergegangen. Ist nicht so schlimm. Wir können uns hier eigentlich die deutsche Flagge nochmal mit einpacken. Und das hier ist, glaube ich, Malta, was wir uns nochmal kurz mit einpacken. Okay. Oh Mann, da habe ich Russland nicht so ganz hinbekommen. Außer in der Mitte. Oh nee, drei Stück habe ich mitbekommen. Es war jetzt nicht allzu einfach, aber es ist okay gewesen. Ah, Russland habe ich Medium hinbekommen. Medium. Ukraine! Ukraine hat tatsächlich eine blaue Flagge mit einem gelben Strich drin. Das war die Ukraine, glaube ich. Ja, so ging das. Das heißt, dementsprechend, meine werten Damen und Herren, hier haben wir die ukrainische Flagge. Es gibt auch eine blaue Flagge mit einem gelben... Oh mein Gott, da habe ich den gelben Streifen aber nicht so gut gemacht. Okay, warte mal. Wir machen mal hier nochmal den blauen Strich hin und hier nochmal den gelben. Okay. Yes, Sirski! Das ist eine gute Flagge. Und da habe ich alles, glaube ich. Yes! Oh, bis zum Ende hin. Man sieht sogar unten diese Person kaum. Oh, Junge! Ukraine! Haben wir auch gepackt. Griechenland! Griechenland hat auch eine blau-blau-weiße Flagge. Sehr, sehr blau-weiß-lastig. Mit einem gestreiften Feld zwischen blau und weiß und in der Mitte ein blaues Feld mit einem weißen Kreuz drin. Oh Gott, ist das schwer. Okay, let's go. Also, auf jeden Fall erstmal die blaue Färbung reinbekommen. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Lösung hier. Dann brauchen wir überall so ein Feld hier. Dann diesen Stempel von dem Kreuz drinne. Und damit haben wir sie eigentlich auch schon. Oh nein. Ah, sie wurde abgeschnitten, glaube ich. Sie wurde uns abgeschnitten. Na, da ging nicht mehr. Da ging nicht mehr. Ich hätte vielleicht auf der anderen Seite von der Säge sein sollen. Oh mein Gott, das ist ein Santa Claus Girl. Aber leider können wir es nicht nehmen, weil die Werbung mal wieder nervt. Meine Güte. Oh, Thailand. Thailand. Da sind die Farben. Blau, weiß, rot. In gestrichelter Form. So, Thailand, Thailand, Thailand. Oh Gott. Also, in der
der Mitte blau, seitlich rot, dann seitlich nochmal rot und dann nochmal weiß in der Mitte. Okay, das war jetzt schon eine ganz simple Sache eigentlich. So, und dann hier nochmal das Ding. Und damit haben wir Thailand ebenfalls fertig. Meine werten Damen und Herren, ich würde mal sagen, damit haben wir einige Flaggen für heute eigentlich schon fertig gemacht. Welche Flagge hättet ihr euch denn gerne als nächstes gewünscht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Könnt ihr eine weitere Sprache sprechen, außer Deutsch und Englisch? Das könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Falls nicht, auch nicht schlimm. Sehr gut in Englisch oder sehr gut in Deutsch zu sein, ist auch eine sehr gute Fähigkeit. Meine werten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Buenos dias, amigos. Buenas noches. Paka. Adios. Tamam. Und wie auch immer. Okay, wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao.